Hallo Modellbahnfreunde. Gestern ging es noch, heute ist es vorbei. Stimme ist weg. Ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen was erzählen, was die Lok betrifft, die ich euch hier zeige. Aber ich werde ein bisschen was dazu schreiben und hoffe, das Video kommt bei euch trotzdem gut an. Bloß noch zur Erklärung: Die E-Lok ist das Ergebnis unserer Flusskreuzfahrt Rhein in Flammen. Es ist eine analoge Lok. Na schön, das war's mal wieder. Tschüss.